Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Sonja Secrets. Ich habe heute einen total super Spartipp für euch. Ich schäme mich auch so ein bisschen, dass ich so ein Pfennigfuchser bin. Aber ich denke immer, Recycling ist toll und ich recycle meine Strumpfhosen, die kaputten. Ja, wirklich. Denn ich habe irgendwann mal gedacht, mein Gott, da unten ist eine Laufmasche und das ganze Ding muss weggeschmissen werden. Was kannst du denn da draus machen? Ich sag euch, was man draus machen kann. Sensationelle Haargummis, die besten der Welt. Es ist wirklich der Knaller. Und es ist so schwierig, die herzustellen. Also meistens sind die Dinger ja kaputt an den Füßen oder irgendwie in der Mitte. Aber das ist als Haargummi total egal. Also passt auf. Ich nehme einfach eine Schere, eine gut schneidende Schere, schneide die Füße ab und dann überlege ich mir, wie dick will ich das Haargummi haben und schneide einfach kleine Stückchen ab. So mal ein dickeres. So, das ist jetzt eine Strumpfhose, eine Blickdichte. Das Ganze geht aber natürlich auch genauso gut mit 40D, Nylons, alles Bombe. Und so mache ich dann weiter, bis das Strumpfhosenbein durch ist. So, und jetzt habe ich, was ist das? Also ihr seht, es ist auch kein Schönschnitt oder so. Oh, einfach jetzt hier knüllen. Ganz weich, super für die Haare, kein Metall dran, einmal doppelt nehmen und schwuppdiwupp hat man wirklich ein mega gutes Haargummi. Das sitzt, nicht zwickt, total elastisch ist, Bombe. So, die kommen gleich schon hier in mein Haargummidöschen. Was aber besonders gut ist, wenn man blond ist, sind hautfarbene Strumpfhosen, denn dann hat man ein richtig unauffälliges, das ist immer meine Kennzeichnung, dass da eine Laufmasche drin ist, der Knoten, ja, nur so unter uns Gebetsschwestern. Dann hat man wirklich ein super unauffälliges, ganz großartig weiches Haargummi. So, genauso schwierig herzustellen. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen dünner, weil es eine Nylonstrumpfhose ist, aber auch die Haare brechen nicht, das ist fest und kostet gar kein Geld. So. Ja, und auch wieder ins Döschen. Und man ärgert sich auch nicht, wenn man die Dinger ständig verliert, weil es gibt Nachschub ohne Ende in der Strumpfhosensaison. Ja, das war der kleine Tipp. Ich hoffe, mich echt ein bisschen. Ich hoffe, er gefällt euch und ich habe euch auf eine gute Idee gebracht. Küsschen, eure Sonja. Bye, bye.